Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von genau Elix. Schön, dass ihr eingestellt habt, das Spiel Elix auch. Wir legen auch gleich los. Und zwar werden wir nicht jetzt direkt hier reinstürmen und diese komischen Roboter da versuchen zu besiegen. Denn ich glaube... Autsch. Denn ich glaube... Nee, ich glaube nicht, sondern ich weiß es. Die stehen gar nicht da. Der ist, den wir versuchen, der ist weiter da hinten irgendwo. Da läuft er. So, jetzt wissen wir uns. Na, greif dir nochmal an. Wir haben mich getroffen. Ja, mal dummer was, Mann! Beweg dir hier! Ja, das gibt's doch nicht. Hier brenne ich. Welcher ist welcher? Ich greife an. Tu was. Scheiße. Oh, da geht er da unter Sackgesicht. Du, ja? Du kleiner Schleimer, du Botzen, du. So. Okay. Interessanter Standort. So, können wir hier was sehen? Warte mal. Sehen wir sowas? Ich weiß nicht, welcher ist, aber wir greifen jetzt mal am weitesten Punkt den da an. So, jetzt so. So, hat er das mitgekriegt? Ja, das hat er mitbekommen. Jetzt kommt der, hoffentlich alleine, ohne den anderen da. Da läuft noch einer. Oh, bloß was noch. Ich weiß jetzt nicht, welcher von denen welcher ist. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen mal hier herlotsen. Haben wir den eigentlich gelootet? Ja, haben wir gelootet. So. Hui. Ja, lenk. Oh, wir haben gar keine Granaten mehr. Genau, tank den mal. Welchen haben wir denn da jetzt? Einen ganz normalen. Okay, kein Elite oder sowas. Gute Arbeit, Kumpel. Oh, Entschuldigung. Gute Arbeit. So. Nein, jetzt steckt das Ding weg. Mann. So. Mauerbeute. So, jetzt haben wir den nächsten, ne? Wir versuchen die einzeln zu pullen, weil die sind nicht schwach, ne? So, jetzt nehmen wir mal den hier. Da ist wieder ein normaler Alpsoldat. So, komm. Hat er uns mehr. Muss angreifen. Hier, du musst den tanken. Wir sind wegen dir hier. Mit deiner bloßen Anwesenheit hast du angefangen zu tanken. Sehr gut. So. Wir hauen zweimal. So läuft das. So. Wir speichern jetzt mal. Wir haben jetzt 3 Stück von diesen fetten Viechern hier, von diesen fetten Alps getötet. Ich vermisse meinen besseren Bogen, ne? Da würde man natürlich deutlich mehr Schaden machen. Machen wir aber nicht, weil ich deppert war und ich genau gelesen habe. So, jetzt läuft da noch einer. Das ist wahrscheinlich der, den wir jetzt noch brauchen. Kann das sein? Sehr wahrscheinlich. Jetzt lass... Warte mal, nee, warte, wir gehen mal ein bisschen zurück. Lass mal gucken. Ob wir irgendwas noch tun können. So, schauen wir mal. Tränke, Heiltränke haben wir eh drin. Haben wir irgendwas, was mehr Schaden macht? Du erhältst einen Malus von 50% auf alle Erfahrungen. Nee, uninteressant.
Okay, Essen, nee. 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 Okay, gucken wir mal bei Waffen. Haben wir irgendwas Flammenwerfer? Ich hab nur einen Flammenwerfer. Der Flammenwerfer war eigentlich immer ganz gut, gell? Was sind wir hier? Also, oh nicht, wir brauchen Albzauber der Machtwelle. Keine Ahnung, was der tut, aber der tut bestimmt irgendwas. Da steht Schaden 80, Schaden 100. Machtstoß. 12 Mal. Dann machen wir den mal da rein. Magische Faust des Feuers. Feuerpfeil. Ah, den haben wir ja eh schon hier. Wie funktioniert der? Aha, okay. Wir testen das mal ganz kurz. Okay. Ich greife an! Hilfe! Ah! Ich greife an! Ja! Nice! Den brauchst du nicht mehr. Boah, lecker Bissen! Wegen deiner Verfolger. Hier ist der Schädel von Pollux. Sieht gut aus. Das würde ich eine gute Tat nennen. Du nimmst ihm die Last von den Schultern und mir auch. Warte hier. Nun zu dir. Im nördlichen Konverter von Abessa befindet sich ein Schloss mit dem Code 3210. Gut, danke. Eine Hand wäscht die andere. Offensichtlich. Okay, ich weiß zwar nicht, wie war's, aber... Sehr schön. Wenn wir doch schon hier sind, Gucken wir vielleicht noch hier die Base. Rieche ich da frisches Fleisch? Schau mal da oben. Das sind ja zwei. Keine Munition mehr. Was? Oh nein, ihr seht aber nicht im Rennen. Na, warte!
Sehr gut. Komm, steh auf, Kumpel. Okay, also wir haben so eine... Das Mana lädt sich scheinbar nicht erneut auf. Man muss scheinbar Mana trinken, um Mana wieder aufzufüllen. Und dann können wir hier diesen Zauber hier verwenden. Anders, da geht's gar nicht. So, ich möchte jetzt eigentlich ungern die große... Hier liegen Minen rum, ich muss aufpassen. Hier diese große Roboter erwecken. Achso, wir können ja auch hacken. Normalerweise. Aber hier lag gerade dieses Tagebuch rum. Schauen wir mal, ob wir hier... Nee. Es gibt ja alle CP. Ist ja lustig. Zwar nur sehr wenig, aber es gibt EP. Ja, krass. Na gut, aber normalerweise können wir doch sowas hacken. Warum können wir das jetzt hier nicht hacken? Gut, wenn wir nicht hacken können, dann lassen wir das lieber erstmal. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo anders dann noch eine Information. Hier Bolzen, sehr schön. Bolzen können wir machen. Oh. Machtstoß. Klingelbatsch. Machtfälle. Wurden wir endlich entdeckt, ja. Sprengraketen. Schöne Sache. So, nur noch irgendwas finden, womit man was machen kann mit den Sprengraketen, ne? Anleitung. Ja, wer legt seine Gabel nicht in einen Spind, ne? Wer macht das nicht? Na gut. Nehmen wir mal noch ein Stockwerk nach unten. Ein bisschen gibt es hier was zu finden, also es lohnt sich schon. Da liegt eine Mine, da stehen ja noch welche von den Viechern. Schauen wir mal, dass wir die auch noch auseinandernehmen, oder?
Immerhin ist das wertvolle EP. Ach, noch so ein Ding. Warum kann ich die denn nicht knacken? Ach, warte mal, das war ja so. Jetzt ja. Das war nichts. Nee, das war nicht so. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich sowas hacken durfte. Aber gut. Ist wohl Vergangenheit. So, ich sehe die da unten nicht so gut von hier aus. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht von hier? Ich schreibe an! Oh! Die Armen. In ihre eigene Falle getapst. Das ist ein bisschen seltsam, ne? Eigentlich können die doch fliegen, dachte ich. Verdammt, die erwischen mich so. Den Flammenwerfer würde ich eigentlich gerne für andere Zwecke aufheben, aber... Autsch. Hallo. Toll. Muss ich echt runterkommen? Komm, Kumpel, wir müssen runter. Wo sind sie denn jetzt? Ah, da. Du stehst im Weg, du Idiot! Ganz super, großes Kino, echt. Ohne Scheiß. Weil der Idiot im Weg steht, ey. Soll ich mal endlich benehmen, bin ich froh, wenn der weg ist. Ohne Flachs. Dafür bekommst du volles Pult aufs Maul. Oh, Alter. Oh, Alter. Schön. Meine Herren! So. Jetzt darf ich den nicht mehr looten, oder was? Achso. Dann noch Waffen. Bin ich schon jemand, wenn ich sowas schon platt mache, ne, dann will ich ja auch looten dürfen. Hallo.
Was haben wir denn hier? So, dann machen wir noch die dicken weg, oder? Ah, ich finde das so süß. Das ist der krasseste Held, den ich kenne, der so süß Leitern noch umgeht. Also wirklich. Ich habe noch nie so einen wahnsinnig krassen Held entdeckt. In diesem Spiel. Oder generell irgendwo. Die meisten gehen voll legendär zu solche Treppen hoch oder Leitern und der so wie so eine Ballerina. Wirklich wunderschön. So, und du hast mir jetzt die ganze Nacht zugesehen, wie ich schlafe, oder? Rutsch mal. Du Wegrumsteher, du. Da stehen ja noch welche. Das gibt's ja nicht. Den machen wir platt. Schießt da einer mit dem Flammenwerfer? Einer von denen hatte da einen Flammenwerfer, kann das sein? Bist du das? Sind sie denn? Natürlich. Scheiße! Vielleicht sollte ich einfach gehen! Ah! Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Der kommt ja hier hoch! Gott sei Dank! Er ist weg. Was ist denn das jetzt? Mein Held bleibt nicht mehr stehen, Leute. Schau mal, der läuft immer weiter. Ja, wundervoll. Ja, sehr, sehr gut. Er steht wieder. Ich kann die Waffe nicht wegstecken. Ich kann nicht zielen. Ich kann nicht laufen. Was zur Hölle ist hier los? Ich kann nichts machen. Jetzt kann ich. Ich kann nichts machen. Es geht nicht. Der nimmt uns jetzt auseinander. Ich kann dran nehmen.
Unglaublich. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt ist, ne? Ich spreche jetzt hier einfach mal. Und dann, ich weiß nicht, gehen wir von hier weg, weil... Den machen wir platt! Wen? Hört der... Oha! Ja, genau. Fliegt immer weiter. Hey, jetzt ist er da! Lol, ich glaube, der hat denselben Bug gehabt wie ich. Und ich kann immer noch nicht meine Waffe wegstecken. Das ist ein richtig schrecklicher Bug, liebe Leute. Ich kann auch das Tablet nicht öffnen. Wir laden jetzt den Spielstand hier mal. Oh Gott sei Dank, das sieht gut aus. Also das ist ein nicht schöner Bug gewesen. Und ich hoffe, das war der einzigste. Und ich hoffe, dass wir nicht nochmal solche Bugs erleben werden. Darauf habe ich wenig Lust. So, nehmen wir den Krug noch mit. Dann gehen wir da drüben. Wir legen uns jetzt nicht mit denen da an. Okay, wir sind im Kampf mit denen. Sehr gut, Kumpel. Ja, mal ein Stück mit nach unten. Oh nein! Diese blöden Minen. Kein Problem, kein Problem. Heute ist nicht unser Tag, Ladies and Gentlemen. Achtung, da liegt eine Mine! Gibt's hier nichts Brauchbares? So wie der so aussieht. Oh, was? Uchli. Oh! Cool. Mal schlafen. Meine Güte. Oh, schau mal dieses süße Katzenbild da hinten. So. Wie gesagt, ich lege mich nicht mit diesen riesen Viechern da jetzt an. Das mache ich nicht. Wir gehen jetzt auf direkten Weg da und versuchen Bartox zu finden und zu töten. Mine, Mine, Vogel. Ich diskutiere da jetzt nicht mehr mit euch rum. Mit den Viechern. Nee, mit dir auch nicht. Da werde ich nass. Da drüben! Schlechter Zeitpunkt. Wieso? Bin ich denn hier?
Toll. Geh da runter. Sehr gut. Ich weiß zwar nicht, warum der immer so nach hinten fliegt, aber... Wo ist er denn? Ich sehe den nicht mal mehr. Mistviech! Halt doch mal still hier! So, jetzt haben wir hier... Irgendwo haben wir dann noch so ein... ...typisches Vieh. Hey, wo ist der? Das ist der im Wasser. Da der. Mach dich bereit! Geh doch. War doch gar nicht so schlimm. Ein Rondmolch. Oh, was haben wir denn hier? Elixit. Und ein Goldbrocken. Wunderbar. Ja, Freunde, wir sind. Oha, wir sind eh schon am Ende der Folge. Nur nächste Woche hier dieses Ding auf. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, kleinen Like da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann gehen wir da Richtung Norden da zu diesen. Und damit wir diesen Axt mal loswerden. So, bis zum nächsten Mal.